Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zum zweiten Gruppenspiel der Gruppe E zwischen Frankreich und Honduras. Hier mal wieder im Estadio Don Maracana. Schauen wir mal, was dieses Spiel bringen wird. Frankreich ja nach der letzten WM auf Wiedergutmachungstour. Da haben sie es ja komplett verkackt. Und jetzt wollen sie es halt wieder gut machen. Vielleicht sogar den Titel nach Hause holen, sofern das denn irgendwie möglich ist. Loris führt hier die französische Nationalmannschaft an. Die ihren Topstar Franck Ribéry natürlich vermissen, der aufgrund von Rückenproblemen gar nicht erst mit im Kader ist, sondern diese schön in Bayern, in München auskurieren darf. Und jetzt erstmal die Nationalhymnen, das kennen wir ja bereits. Nach den Nationalhymnen kommen wir dann auch gleich zu den Aufstellungen. Erstmal noch Honduras. Dann kommen wir gleich zur französischen Aufstellung, die wir jetzt sehen. Loris, Debuchy, Varane, Sakho, Evra, Caballé, Pogba, Matuidi, Valbuena, Griezmann und Benzema. Griezmann soll hier Ribéry ersetzen. Wie er das schaffen wird, das schauen wir mal. Das sehen wir dann. Und jetzt gleich die Aufstellung von Honduras, die uns allen ziemlich viel sagen wird. Genau, null. Valadares, Garcia, Bernades, Figuera, Itzagui, Garrido, Palacios, Garcia, Martinez, Costly und Bengston. Ich kenne keinen einzigen von der Mannschaft von Honduras, keinen einzigen Spieler. Aber vielleicht ändert sich das ja nach diesen 90 Minuten hier im Estadio Don Maracana. Manuel Rui Barbosa, mal wieder der Schiedsrichter. Und Honduras hat den Anstoß gewonnen. Ob sie auch das Spiel gewinnen werden, mag ich mal zu bezweifeln. Bengston wird den Ball ins Spiel bringen. Weiter zu Costly, der auf Garrido. Costly. Bengston wieder am Ball. Martinez, einer von zwei Martinez, die bei Honduras spielen. Und jetzt die erste Ecke für Honduras. Etwas überraschend, Varane konnte da nicht wirklich klären. Gibt's die erste Ecke für Honduras hier in der dritten Spielminute. Einfach irgendwie reinbringen und hoffen, dass jemand den Kopf hinhält. Martinez bringt die Flanke rein. Ah, da hält kein Richtiger zumindest den Kopf hin, sondern ein Franzose kann den Ball hier jetzt auch klären. Valbuena zurück zu Sakho. Der weiter auf Matuidi. Zu Griezmann. Auf Evra. Zu Benzema. Benzema ja auch als Champions League-Sieger hier. Hat ja mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Wie auch zahlreiche andere Nationalspieler, die bei der WM dabei sind. Unter anderem auch Sami Khedira aus Deutschland. Griezmann jetzt hier links außen, könnte flanken. Ja, flankt jetzt auch auf Benzema. Der köpft ihn aber keine Ahnung wohin. Das hätte er vielleicht mit dem Hinterkopf besser machen können und nicht mit der Stirn. Demzufolge kann der Torhüter von Honduras den Ball jetzt abschlagen. Valadares passt kurz auf Bernades. Der weiter zu Itzagui, auf Palacios, auf Martinez, der zu Garrido,
Ja, bisher. Honduras schenkt hier den Ball nicht so einfach her. Die wollen ja schon ein bisschen mitspielen zumindest. Sind aber auch erst 12 Minuten gespielt. Da kann noch viel, viel passieren. Palacios jetzt hier am Ball. Auf Garcia. Zurück zu Palacios. Garrido auf Bengston. Der auf Figueroa. Der auf Garrido. Auf Bengston. Weiter zu Palacios. Zu Garcia. Auf Palacios. Der könnte jetzt mal schießen. Schießt nicht Garrido. Garrido schießt auch nicht, sondern was macht er? Der ist im 16er. Der muss doch irgendwann einfach mal schießen. Dass die den Ball da nicht ins Tor tragen können gegen die französische Abwehr, das sollte, denke ich, klar sein. Aber wenn man schon mal in der Nähe des 16ers zumindest ist, einfach mal draufhalten. Vielleicht lässt Loris ihn ja doch durchflutschen. Irgendein Wind kommt hier im Stadion, dass irgendwas doch nicht fertig gebaut wurde und da noch ein Loch in der Stadionwand irgendwo ist und dann günstiger Wind durchkommt. Kann ja immer mal passieren, besonders hier in Brasilien, wo die meisten Stadien ja gar nicht fertig geworden sind. Garcia hat jetzt hier den Ball, Einwurf, verliert aber auch direkt den Ball. Pogba probiert es aus der zweiten Reihe mit einem Schuss. Das sollte Honduras auch mal machen. Auch wenn der Ball jetzt knapp vorbei war, aber eine gute Möglichkeit war das. Der Torwart war da auch ein bisschen überrascht. Wenn man so seinem Gesichtsausdruck mal etwas entnehmen kann. Passt jetzt hier wieder kurz, Valadares. Palacios am Ball auf Martinez. Der zurück zu Palacios. Auf Garrido. Ah, und der kriegt den Ball kurz abgenommen. Der Ball kommt aber zu einem Spieler von Honduras. Von daher kein Problem. Jetzt ist der Ball weg. Debuchy am Ball. Passt jetzt hier weiter auf Pogba. Zu Caballé. Der zu Benzema. Der auf Valbuena. Der könnte jetzt eigentlich Benzema schicken. Passt aber außen Debuchy an. Zurück zu Valbuena. Auf Debuchy. Caballé. Benzema. Guter Pass auf Griezmann. Griezmann mit dem Schuss. Und da ist es 1:0 für Frankreich. In der 29. Spielminute. Griezmann macht der Ribéry-Ersatz. Von daher hat sich das, ja, bisher gelohnt, Griezmann mitzunehmen. Auch wenn Ribéry den wahrscheinlich auch so gemacht hätte. Keine Frage. Aber der ist ja leider verletzt. Der Europa-Fußballer des Jahres ist nicht dabei und Drittplatzierter bei der Weltfußballerwahl. Tja, der Honduras-Keeper natürlich nicht zufrieden, aber in der 28. Minute erst das erste Tor. Was will man mehr gegen Frankreich? Die waren mal eine Fußballmacht und sind immer noch, haben immer noch Top-Qualität im Kader. Honduras hat ja keine Qualität im Kader eigentlich. Jedenfalls keine für ja, WM-Niveau. WM-Top-Niveau. Würden die eine WM mit den vier schlechtesten Mannschaften machen, wo Honduras wahrscheinlich zuzählt. Wird vielleicht sogar was gehen. Aber hier geht halt relativ wenig. Demzufolge steht es 1:0 für Frankreich. Und es werden wahrscheinlich auch noch weitere Tore fallen. Jetzt vielleicht sogar schon Valbuena auf Benzema. Nee, auf Griezmann. Griezmann, der Torschütze am Ball. Wartet hier, dass er überholt wird von Matuidi. Der mit dem Schuss. Aber da ist Valadares ohne Probleme. Und schlägt jetzt hier weit ab. Aber direkt wieder die Franzosen am Ball. Lassen sich da nicht lumpen. Matuidi passt jetzt zu Caballé. Der weiter auf Evra. Bei Evra ja auch die letzte WM für ihn. Danach braucht Frankreich einen neuen linken Verteidiger. Und gerade wir in Deutschland wissen ja, wie schwer es ist, linke Verteidiger zu finden.
Jetzt haben wir mal zwei gute mit Durm und Schmelzer. Und Schmelzer muss zu Hause bleiben aufgrund einer Verletzung. Ist er nicht 100% fit. Und dann hat Löw gesagt, lassen wir den zu Hause. Und jetzt hilft Höwe das ja ein bisschen auf der Position aus. Schauen wir mal, wer im ersten Gruppenspiel morgen da spielen wird. Auf dieser Position. Ich persönlich würde mir ja Durm wünschen. Aber das ist jetzt erstmal egal. Hier ist Frankreich gegen Honduras. Gruppe E. Das zweite Spiel der Gruppe E. Debuchy hier gerade am Ball auf Valbuena. Der zurück auf Caballé. Weiter auf Pogba. Zu Valbuena. Der könnte jetzt flanken. Passt aber nochmal zu Pogba. Zurück auf Valbuena. Schön ausgetrickst. Tricks hier nochmal ein bisschen. Ja, und jetzt verliert er den Ball. Das war einmal zu viel getrickst. Nur eine Minute Nachspielzeit. Und jetzt gleich ertönt auch wahrscheinlich der Halbzeitpfiff. Ja, der Halbzeitpfiff ertönt. Wir gehen in die Pause. Loris natürlich erstmal relativ zufrieden. Natürlich nicht komplett zufrieden. Nur 1-0 gegen Honduras. Da hätte man sich zur Halbzeit ein bisschen mehr gewünscht. Aber was soll's. Ist halt nicht mehr draus geworden. Hier sehen wir nochmal eine Flanke. Und dann war das Benzema, der da mit dem Hinterkopf hätte was machen sollen. Kriegt den da auf die Stirn. Und hier sehen wir die Statistik. 57-43% Ballbesitz und 97-91% Passgenauigkeit. Es geht jetzt direkt weiter mit der zweiten Hälfte zwischen Frankreich und Honduras. Benzema mit dem Anstoß auf Valbuena. Der weiter zu Debuchy. Auf Pogba. Matuidi hier am Ball. Auf Caballé. Weiter zu Evra. Der bleibt erstmal am Ball, passt ihn dann zu Benzema weiter. Auf Pogba. Weiter zu Caballé. Ah, der verliert den Ball. Etwas unglücklich. Jetzt Martinez am Ball. Der zu Bengston. Honduras hat hier das Spiel noch nicht aus der Hand gegeben. Die hoffen da vielleicht auf einen Glückstreffer. Und dann schauen wir mal, wie die Franzosen dann reagieren. Jetzt hier Garcia mit der Flanke. Aber da kann in der Mitte geklärt werden, ohne große Probleme. Matuidi jetzt leitet den Konter ein. Links geht einer, ein Franzose. Der wird jetzt auch gesehen, aber hätte hoch angespielt werden müssen. Jetzt kriegt er nochmal die Chance, Griezmann. Ah, Griezmann kommt da nicht an den Ball. Valadares kann ihn aufnehmen. Passt jetzt hier zu kurz zu Bernardes auf Figueroa. Auf Bernardes. Der weiter zu Costly. Palacios. Am Ball hier in der 57. Spielminute. Immer noch nur 1-0 für Frankreich, wie man ja sagen muss. Nur 1-0. Da ist also noch alles drin. Honduras braucht nur irgendwie den Lucky Punch, wie man so schön sagt. Aber dafür muss man erstmal anfangen, überhaupt zu schlagen, um den Lucky Punch zu kriegen. Und hier nach vorne geht noch relativ wenig bei Honduras. Wenig bis gar nichts. Vorhin haben wir mal kurz eine Flanke gesehen, die aber auch direkt vom Franzosen aufgenommen wurde. Jetzt vielleicht mal Frankreich. Pogba im 16er. Pogba dribbelt sich da fest. Flankt Kopfball. Oh, knapp am Tor vorbei von Matuidi hier. Knapp am Tor vorbei. Hier sehen wir es nochmal. Schöner Flugkopfball. Aber Wahrheit nicht trennen. Wahrheit nicht trennen. Jetzt hier der Wechsel bei beiden. Die 15 für die 19. Und Pogba geht auch raus. Sissoko kommt rein. Wer ist bei Honduras raus und rein? 15-19. Sissoko, Pogba bei Frankreich. Und bei Honduras kriegen wir es gerade jetzt eingeblendet. Espinoza für Garrido. Schauen wir mal, was hier dann noch geht. Griezmann jetzt hier erstmal am Ball. Läuft da links außen erstmal ein bisschen durch. Passt dann aber zurück zu Evra. Caballé
Weiter auf Griezmann. Der könnte jetzt flanken, flankt nicht. Passt zu Matuidi, der im 16er, passt zu Benzema, Benzema im 16er. Aber, naja, der Schuss geht halt weit am Tor vorbei. Jetzt hier wieder im Wechsel, Naya kommt rein für Martinez. Hoffentlich spielt er nicht nur Naya, sondern ein bisschen besser. Wieder mal ein sehr schlechter Wortwitz von mir, wie ich finde. Die lassen sich hier auch schon relativ viel Zeit beim Wechseln. Vielleicht wollen sie das 1-0 irgendwie über die Runden bringen. Selbst das wäre ja schon ein Erfolg für Honduras. Jetzt hier der weite Abschlag. Frankreich mit 6 Schüssen, Honduras noch keinen einzigen. Das wundert mich nicht wirklich. Aber dass Frankreich bisher nur ein Tor hat, das verwundert doch schon etwas. Griezmann jetzt hier am Ball. Der mit dem Fehlpass, Costly auf Palacios. Der weiter auf Izagui. Der könnte jetzt flanken. Ah, da kriegt er den Ball noch kurz weggespitzt. Es gibt aber Ecke für Honduras. Garcia jetzt hier im Profil. Der auch irgendwas anderes auf seinem Trikot stehen hat. Boniek, keine Ahnung, woher die Namen immer kommen auf den Trikots. Ah, da kriegt kein Spieler von Honduras den Kopf dazwischen. Jetzt aber vielleicht am 16er. Könnten jetzt mal schießen aus zweiter Reihe irgendwie. Espinoza am Ball. Der weiter zu Garcia. Zum anderen Garcia. Wieder Garcia. Garcia, Garcia, Garcia. Espinoza jetzt wieder. Die nageln sich jetzt hier fest. In der Hälfte der Franzosen. Jetzt vielleicht mal die Flanke. Ah, da muss die Flanke eigentlich kommen jetzt. Ah, die spielen da zu viel klein. Jetzt kommt die Flanke. Aber das war viel zu spät. Die hätten schon 10-mal flanken können in der Zeit. Valbuena jetzt hier in der Offensive für Frankreich. Sissoko hat ja noch Power, wurde gerade erst eingewechselt vor ein paar Minuten. Passt hier auf Valbuena. Der weiter zu Caballé. Der weiter auf Evra. Evra zu Matuidi. Zurück zu Evra, der den Ball aber nicht erreicht. Honduras mit guter Abwehrleistung bisher. Ein Gegentor gegen Frankreich nur. Das hätte vor dem Spiel keiner erwartet. Sissoko probiert es jetzt nochmal auf Matuidi. Auf Benzema. Benzema im 16er. Benzema auf Matuidi. Der passt nach außen auf Valbuena. Und der, was macht der? Der vergisst da, wie man Fußball spielt für einen kleinen Moment. Hier jetzt der nächste Wechsel für Honduras. Claros kommt rein für Palacios. Ob der Wechsel noch was bringt in der 81. Spielminute, das werden wir ja gleich sehen innerhalb der nächsten paar Minuten. Der Spieler natürlich nicht zufrieden, Palacios. Hatte sich mehr erhofft. Die wollen natürlich alle irgendwie den Lucky Punch vorne machen, das Tor schießen. Jeder Spieler ist heiß darauf. Da ist man in Honduras ja schon fast ein Volksheld, wenn man hier gegen Frankreich ein Tor macht. Das wird natürlich, selbst wird es da 4-0 stehen und dann wird das Tor fallen, würden die sich drüber freuen. Keine Frage. Claros jetzt hier am Ball. Noch steht es aber nur 1-0, das ist natürlich auch ein Grund zur Freude für Honduras. Claros jetzt hier auf Bengston. Ah, und da war es abseits in der 86. Spielminute. Hier sehen wir es nochmal. Ja, haarscharf, haarscharf im Abseits. Aber abseits ist abseits. Da hat der Linienrichter richtig entschieden. Jetzt Sissoko hier am Ball auf Benzema. Der sieht, dass Sissoko einläuft, passt aber nicht zu ihm. Matuidi auf Caballé. Zurück zu Debuchy. Weiter auf Caballé. Der auf Sissoko. Caballé wieder am Ball.
Matuidi im 16er, passt auf Valbuena. Ja, der kommt da nicht so ganz durch. Könnte jetzt gleich flanken. Wird aber wahrscheinlich zurückpassen. Nee, er zieht nochmal rum und flankt und ins Tor aus. Das Spiel ist vorbei. Nein, noch nicht vorbei. Doch vorbei. Nee, noch nicht vorbei. Es gibt noch Abstoß. Der Torwart konnte sich da auch nicht ganz entscheiden. War da ein bisschen verwirrt. Tja, nur 1-0. Da kann man auch verwirrt sein als Torwart von Honduras. Wie könnte das nur passieren? Frankreichs WM. Ja, WM-Erwartung natürlich gedämpft. Jetzt der Abpfiff. Frankreich gewinnt mit 1-0 gegen Honduras im zweiten Spiel der Gruppe E. Wenn euch die FIFA-Prognose gefallen hat, wie immer Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren nicht vergessen und auch schon die anderen FIFA-Prognosen gucken, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, und natürlich in die Kommentare euer Tipp. Was tippt ihr Frankreich gegen Honduras? Ich tippe so auf 7 oder vielleicht sogar 8-0. Schaltet auch morgen wieder ein oder jetzt schon bei den anderen FIFA-Prognosen, die schon online sind oder auch bei meinem Watch Dogs Let's Play. Bis dahin noch einen schönen Tag. Ciao!